Seid gegrüßt, hier ist euer Micha. Ja, ich möchte euch heute etwas über die Wiesenschüsselblume erzählen. Vorweg muss ich gleich sagen, sie steht unter Naturschutz, aber schaut sie euch doch einfach mal an. Da ist sie. Ja, wie gesagt, das ist eine Wiesenschüsselblume. Sie wächst nicht mehr allzu häufig und sie steht unter Naturschutz, hatte ich auch schon erwähnt. Die Blütezeit ist von April bis Mai. Sie wird zwischen 20 und 30 cm hoch. Sie hilft gegen Husten, Schnupfen und ist schleimlösend. Ja, es kann vereinzelt, also Auszüge der Schüsselblume, zu Magenschmerzen und Übelkeit führen. Die Schüsselblume kann bei empfindlichen Menschen allergische Hautreaktionen auslösen. Dies gilt besonders für Personen, die eine Primelallergie haben. Hi, ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch gefallen und wie gesagt, sie steht unter Naturschutz. Bitte lasst sie stehen, habt einfach Spaß dran und kommt in die Natur und habt viel Spaß. Ja, ich sage einfach mal, ciao, bis dann, euer Micha. Wiese. Ciao.